Letztes Heimspiel für Union Berlin im Kalenderjahr 2022 gegen den FC Augsburg. Und die Mannschaft von Urs Fischer will nach dem 0:5 in Leverkusen am Sonntag hier an der Alten Försterei endlich wieder Glücksmomente erleben. Khedira mit dem Ballgewinn und dann wieder Seguin. Der schickt Becker auf die Reise. Achtung, Giekewitz ist draußen, verschätzt sich. Giraldo Becker, Winkel ist spitz, aber das macht nichts. Führung Union, 7. Spielminute. Aber nur eine Minute später auf der anderen Seite die Augsburger, Vargas. Und dann kriegt Union den Ball nicht richtig geklärt. Niederlechner ist zur Stelle. Der prompte Ausgleich. Freistoß, Nico Gieselmann. Alle mit dabei und Gieselmann findet Behrens. Die erneute Führung und Behrens belohnt sich für eine starke Partie. Auch er neu drin in der Startelf, um für Körperlichkeit gegen die robusten Augsburger zu sorgen. Und dieser Plan geht perfekt auf. Diogo Leite macht den Weg frei für Behrens vor der Halbzeit. Nochmal Augsburg, das ist Demirovic, der hat zu viel Platz, einfach mal drauf damit und dann der Nachschuss von Niederlechner und wieder der Ausgleich. Dann ist Pause, 2:2, Union die deutlich bessere Mannschaft, rein in Halbzeit 2, der bessere Start wieder von der Mannschaft von Urs Fischer, Freistoß von Gieselmann, Alu-Treffer. Szene ging dann noch weiter, Khedira ging im Anschluss im Strafraum zu Boden, das wurde kurz gecheckt, gab keinen Elfmeter. Immer wieder Umschaltsituationen, die sich ergaben. Giraldo Becker mit Seguin. Und der im Zentrum auf Behrens. Der ist wieder frei. Und diesmal verpasst er den Doppelpack. Trifft nur den Pfosten. Zweiter Alu-Treffer in Halbzeit 2. Nachspielzeit. Nochmal Haraguchi mit Michel. Letzte Gelegenheit. Torsby wird angeschossen. Und der geht knapp vorbei. Es soll einfach nicht sein. Das war die letzte Gelegenheit in dieser Partie. Es fiel keiner mehr rein. Union und der FC Augsburg trennen sich 2:2 in einem Spiel, was eigentlich super war. Union macht vieles, Schrägstrich, alles richtig. Es stimmt nur nicht das Ergebnis. Am Wochenende geht es dann weiter mit dem letzten Spieltag in diesem Jahr auswärts beim SC Freiburg. Sehr gut. Das war dein Startelf-Debüt, so wie ich richtig informiert bin. Wie hat es sich angefühlt? Ich fand von draußen war ein bisschen komisches Spiel so insgesamt, so dieses 2-2 heute gegen Augsburg. Wegen es dir, aber schöne Vorlage auf jeden Fall. Ja, danke schön. danke, Herr Behrens. War mein zweites Spiel von Anfang an. Im DFB-Pokal habe ich auch schon mal gespielt. Stimmt, stimmt. Aber ja, in der Bundesliga zum ersten Mal von Anfang an. Hab mich natürlich sehr gefreut. Hab lange darauf hingearbeitet und ja. Auch danke für das Vertrauen, dass ich spielen durfte. Ja, ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Wir waren, haben nie aufgegeben, aber es hat heute irgendwie nicht sein sollen. Haben zweimal nicht gut verteidigt. Das machen sie auch gut. Das ist schwer zu verteidigen, aber das müssen wir einfach besser machen. Aber am Sonntag geht es weiter und da wollen wir auch wieder punkten. War schon eine wilde erste Halbzeit, oder? Mit den 4 Toren. Ja, auf jeden Fall. War schon echt ordentlich, aber gehört halt manchmal dazu. Ich denke, wir hatten aber keinen Bruch im Spiel. Ist auch ganz, ganz gut vorzuheben. Einfach jetzt schnell die Kräfte bündeln, weil Sonntag geht's weiter. Wie wichtig war das für euch nochmal, auch gerade vor der Wahlseite vor den Fans zu stehen? Die haben euch ja nochmal schön verabschiedet, haben euch gedankt für dieses tolle Jahr 2022? Ja, Gänsehaut. Ich bin ja noch nicht so lange hier, das komplette Jahr. Was hier immer im Stadion los ist, es macht einfach mega Spaß. Gibt nie einen Pfiff. Das ist wirklich atemberaubend und immer Gänsehaut und macht einfach Spaß und kann man stolz sein. Sehr gut, genieß es weiter. Vielen Dank und nächstes Mal merke ich mir auch, dass du auch schon im DFB-Pokal von Anfang an gespielt hast. Alles gut, danke. Ja, Bere, Glückwunsch zum Tor auf jeden Fall. Was machen wir mit diesem 2-2? Für mich von außen hat sich das so ein bisschen, weiß nicht, wie nichts Halbes, ganz komisch angefühlt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das teile ich mit dir, die Meinung. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gehen zweimal in Führung, dann kriegst du irgendwie zwei so komische Tore.
bisschen Ping-Pong, so ein Gewusel. Ja, wir klären den Ball nicht richtig gut. Ja, und dann steht es 2-2. Fragst du eigentlich, wie du das 2-2 steht, wenn du in die Halbzeit gehst. Ja, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber ja, so ist das leider. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Wir hatten vorhin in der zweiten Halbzeit mega viel Ballbesitz. Augsburg hat sich natürlich auch hinten reingestellt, hat auch so ein bisschen das Spiel nach vorne gefühlt eingestellt. Wie schwer war das da irgendwie dann trotzdem in der Offensive versuchen, was rauszuholen? Ja, natürlich waren die enge Räume waren eng, genau. Ja, man wurde gut gedeckt, aber wir haben dann versucht, über außen mit Flanken in den 16er rein. Ja, hatten auch, glaube ich, die eine oder andere Chance noch. Ich natürlich vor allem die größte in der zweiten Halbzeit. Und sonst hatten wir, glaube ich, 2-3 kleinere noch. Ja, hat vielleicht ein bisschen Glück gefehlt, um das Spiel noch zu drehen. Aber ja, wir können uns eigentlich nichts vorwerfen. Definitiv nicht. Generell ja auch überhaupt nicht vorzuwerfen. War einfach auch ein sehr, sehr tolles Jahr 2022, vor allem auch hier in der Alten Försterei. Jetzt habt ihr sehr, sehr harte Wochen vor euch, hinter euch. Ein Spiel ist noch in Freiburg. Ist noch Saft drin? Auch im Kopf vor allem. Ja, klar. Jetzt sind wir vor der Zielgeraden, dass es dann in Urlaub geht. Und ja, wir werden uns jetzt komplett konzentrieren auf Freiburg, uns regenerieren, da alles reinwerfen, dass wir da was mitnehmen. Und ja, dann können wir über Urlaub oder alles andere reden. Alles klar, dann machen wir das dann. Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. So, Nico, das war unser letztes Heimspiel im Jahr 2022. Hat es dir Spaß gemacht? Oh, das ist so eine bescheuerte Frage. Ja, Spaß gemacht schon, weil wir meiner Meinung nach eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, das ist ganz klar. Zwei blöde Gegentore bekommen. Ich glaube, sonst ist wirklich nicht viel zugelassen. Und ja, vorne Chancenverwertung leider nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Ich glaube, sonst wären wir der verdiente Sieger heute gewesen. Also ich habe so das Gefühl, erste Halbzeit mega wild und zweite Halbzeit so auf ein Tor an die Rand. Gehst du auch so? Ja, ist eigentlich nicht viel. Gut, dann brauche ich viel gar nicht mehr sagen. Wie gesagt, zweite Halbzeit müssen wir eigentlich das Ding zumachen. Wie schwer ist es, gegen so eine tiefstehende Augsburger Mannschaft da irgendwas zu machen? Ja, ich glaube, wir haben uns schon so ein bisschen damit angefreundet, gegen tiefstehende Mannschaft auch zu spielen. Ich glaube, das war nicht das erste Spiel. Es ist uns am Anfang ein bisschen schwer gefallen, aber ich glaube, wenn man sieht, dass wir für Chancen auch kreiert haben, kann man schon sagen, dass wir damit auch ja, besser umgehen können inzwischen. Fällt uns natürlich immer noch nicht leicht, aber ja. Ich glaube, wenn man sieht, was wir geleistet haben, glaube ich schon, dass man auch darauf aufbauen kann, auf jeden Fall. Definitiv. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihr habt jetzt harte Wochen hinter euch. Das letzte Spiel steht jetzt an am Sonntag in Freiburg. Hilft das da so ein bisschen für die, ich meine, ihr sagt immer alle, ihr seid nicht müde, so ein bisschen vielleicht schon, aber hilft das da so ein bisschen, dass die Jungs euch da nochmal verabschiedet haben vor der Waldseite? Ja, verabschiedet ist eigentlich blöd, weil ich freue mich eigentlich immer, vor der Waldseite zu stehen, muss ich sagen. Und wenn man sieht, was da einem entgegenkommt, ja, man kann eigentlich den Dank eigentlich nur zurückgeben, weil wie die Jungs und Mädchen uns da unterstützen, ist schon krass, muss man sagen. Also ja, das freut dann einfach, dass sie immer da sind, egal wie es läuft. Und von daher, dieses Dankeschön geben wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne zurück. Sie haben einen großen Anteil daran, was sie auch geleistet haben. Gut, dann sage ich auch nochmal Danke für 2020, weil wir sehen uns nicht mehr in Freiburg. Wünsche euch aber trotzdem viel Erfolg. Danke. Und schönen Abend. Danke.